Hallo und ein recht herzliches Willkommen auf meinem Kanal. Hier ist mal wieder euer Maximus, ich begrüße euch zu einer weiteren Folge Euro Truck Simulator 2. Heute mit dem Mercedes MP2. Wer schreit denn hier? Ja. Und wir sehen, was sehen wir? Wir haben den Winter ins Haus geholt. Ich habe hier natürlich den Wintermod 6.7 müsste es sein. Und ich dachte mir, okay, lass doch einfach mal den Winter raus und wir werden hier mal versuchen, von Berlin Richtung Hamburg zu fahren im Winter. Und wenn das gut ankommt, dann sehen wir vielleicht noch ein paar Folgen mehr hier im Winter. Wir fahren mal lieber los. Leertaste, gut. Und ja, wenn euch das Video gefällt, könnt ihr natürlich... Oh, Motor aus. Könnt ihr natürlich auch einen Daumen da lassen. Dann weiß ich Bescheid. Okay, ihr wollt den Winter sehen oder den Euro Truck Simulator. Das ist doch einfach nur herrlich. So, fahren wir mal. Gerade mit so einem alten LKW. Das ist doch sehr interessant. Gucken wir mal, ob der hier... Uiuiui, da quietscht ja die Reifen. Gut. Die warten. Ah. Dann geht's los. Mal lieber nicht so schnell fahren. Könnte ja glatt sein. Es ist glatt. Los, mach mal ein bisschen hinne. Zeitverzug und Abfahrtsplan. Gehen wir mal richtig Gas und dann werden wir nach außen schalten und gucken, ob das hier auch rutschig ist. Oh ja. Es ist rutschig. Also der Bremsweg ist deutlich länger. Und es wird definitiv auch früher dunkel. Man sieht schon, wir haben es jetzt, glaube, 12 Uhr. Ja, kurz vor 12 Uhr. Und die Sonne ist gar nicht mal so hoch. Also wird es bald... Oh. Dunkel werden. Mann, Mann, Mann. Gucken wir mal, ob wir ohne Probleme das hier alles auch befahren können. Nicht, dass das Spiel wieder sagt, nö, jetzt ist Feierabend. Wir hatten ja auch mal Wintermods gehabt, die haben ja die Straßen komplett irgendwie immer mit Schnee umgehabt, aber das ist ja eher ein bisschen unwahrscheinlich. So dolle schneit es ja auch nicht mehr. Aber warten wir ab, es gibt ja immer wieder die Debatten. Dieser Winter wird sehr hart. Ah ja. Gucken wir mal. Aber man sieht schon hier, ne? Die Schilder, auch voll Schnee. Also denk mal eher so durch den Verkehr. So, dann geht's jetzt erstmal ab auf die Autobahn Richtung Hamburg. Die A10, Berliner Ring. Aber größtenteils jetzt mal Frage an die Community. Ist ja so, dass die Allwetterreifen haben, ne? Die LKWs. Und so könnte ich mir das vorstellen, so ein Jahreswechsel, ne? Dass man, wenn es auch erstmal nur zwei Jahreszeiten sind, Sommer und Winter,
Ja, dass man das im Spiel schon implementiert. Gut, Herbst wäre auch cool, wenn es dann so aussieht wie bei Forza. Oh. Ich weiß nicht, ob der LKW sich so anhört. Mit den Bremsen. Oder ob es, weil hier Schnee ist. Kann ich euch gar nicht so richtig genau sagen, aber sieht geil aus. Und ich denke mal, wir werden ein paar Folgen hier erstmal auf der winterlichen Terrain unterwegs sein, weil es mir gerade so ein bisschen Spaß macht. Und dann schauen wir mal, ob wir denn nicht irgendwie. Ja, nur jetzt müssen wir natürlich mal nach Italien und mal schauen, ob es in Italien auch geschneit hat, ne? Ah. Naja, mit Moped im Winter. Ja, mach das mal. Huch. Wir haben noch 222 Kilometer auf der Uhr. Müssen wir uns mal ein bisschen sputen, aber das wirkt ganz anders, ne? Gefällt mir. Ah, wenn ich das hier sehe, wird mir selber kalt. Was habe ich denn? 18,6 Grad hier in meinem Aufnahmezimmerchen. Oh, ist doch schon ein bisschen frisch. Müsste ich mal langsam die Heizung anmachen. Was ist denn das hier? Ach, ein Busch. Windstock. Okay. Aber das ist eben das Schöne, wenn wirklich Winter ist und es ist kalt und man hat so wie jetzt so einen blauen Himmel. Man geht dann draußen eine Runde. Man hört das Knirschen vom Schnee. Wenn es dann so richtig grau ist, wie da hinten jetzt die Wolken kommen, dann ist es nicht so schön. Ne? Dann oh, jetzt scheint die Sonne auf dieses Display, das erkennt man gar nicht so richtig. So, aber wir wissen ja, wir fahren nach Hamburg, A24. Dann lass die Spiele beginnen. Ach, schöne Sache hier. Gerade mit so einem alten LKW. Herrlich. Da müsste man gleich noch eine Folge machen. Hier schön durch Deutschland fahren im Winter. So, das ist unsere Wintertour, die erste. So, ach, hier ist ja schon wieder was los hier. Heiliges Kanonenrohr. Wir machen ein bisschen langsamer hier. Der Mord raus. Was ist denn hier? Baustellen. Boah, das dauert ja ewig, bis man hier irgendwo zum Stehen kommt. Ja, das sind Notarbeiten an der Autobahn hier im Winter. Ach, schöne Sache. Na los, überholt mich. Macht ruhig. 150 Kilometer noch. Das passt ganz gut. Ich denke mal, das ist eine schöne Strecke von Berlin nach Hamburg. Und dann werden wir bestimmt noch eine Strecke machen von Hamburg woanders hin. Deutschland im Winter. Ah, das, der hat's drauf, jo. Natürlich wissen, müsste man jetzt die Motorradmods deaktivieren, ne? Das ist halt nicht so jetzt Moped rumfahren, aber lass die doch einfach machen, ne? Ach, herrlich. So, Raststätte.
Haben wir da schon alles abgefahren an der Raststätte? Ich glaube, das sieht so aus, als wenn wir hier schon alles abgefahren sind. Natürlich wäre es jetzt so schön, wenn die LKWs jetzt so ein bisschen verschmutzen, die Trailer verschmutzen, dann eine Waschanlage geben könnte, ne? Wo man dann das Fahrzeug wieder waschen kann. Dadurch bekommt man dann mehr einen kleinen Obolus, einen kleinen. Wir fahren mal hier rüber. Einen kleinen Bonus, weil man die Außenwirkung mit der Firma repräsentiert, ne? Aber als Option, dass man das Verschmutzung an- oder ausmachen kann, ja. Das ist eine schöne Sache. Aber das möchten die Hersteller nicht so. Und ich hoffe, dass es trotzdem nicht abstürzt, das Spiel. Bin hier nämlich gerade eben 3 Folgen ATS gefahren. Also wird es einiges geben. Und das ist ganz gut so hier am, dass dieser Feiertag ist. Ne? Wir haben es jetzt in 9.17 Uhr. Da wird durchgezogen, dass man jetzt hier schön ein paar Videos hintereinander aufnehmen kann. Passt ganz gut. Ich mache das jetzt auch hier mit 2 Spielständen. Ich habe mir ja so ein, weil ich ja Probleme hatte, einige Sachen zu spielen, habe ich mir noch so einen Spielstand geladen. Und da will ich jetzt immer so eine anderen Maps oder so mal ausprobieren. Oder jetzt hier den Winter. Ach, herrlich. Nicht, dass ich dann wieder irgendwelche Probleme habe und jetzt fahre ich quasi hier so ein bisschen rum. Und dann kann dann halt auch zwischendurch mal ein anderes Szenario kommen. Mal Winter, mal nicht. Ne? Ich denke mal, ihr wisst, was ich damit meine. Ah, schön. Hamburg. Also sind wir doch gleich da. Na, das ist doch schön. Wir haben es jetzt 14 Uhr, 15 Uhr gleich. Die Sonne neigt sich wirklich schon dramatisch den Untergang zu. Und ich denke mal, so gegen kurz vor 5 ist hier dunkel im Gelände hier. Aber ich muss ja hier rüber. Da kommt ein Bus. Und ich fahre auch jetzt, muss ich ehrlich sagen, sehr oft mit meinen eigenen Trailern, ja. Ja, pfeif hier ab hier. So. Was sagt er uns denn? 30 Kilometer noch, dann sind wir da. Juhu. Suppi. Das ist halt immer dieses Problem im Sommer, ne? Meine ich doch, im Winter. Wenn dann wirklich blauer Himmel ist, dass dann die Sonne manchmal so
ekelhaft tief steht, dass ihr gar nicht so richtig erkennen könnt, ne? So, fahren wir hier rüber. Also ich werde natürlich mit dem LKW nochmal eine Tour machen, weil er irgendwie total lustig ist. Ja. Das machen wir auf jeden Fall. Aber man merkt schon richtig, ja, die Sonne geht unter. Ah, dieses Klackern von diesem Motor, das ist schon herrlich. Ah, da wirkt das alles ein bisschen anders, ne? Wenn man jetzt hier so ein bisschen Schnee und die ganzen Bäume hier hat. Und das Licht ist angegangen. Wir haben es jetzt, ja, 16 Uhr. 16 Uhr, die Sonne ist fast unten. Ach, schön. Ich denke mal, das wird vom LKW. Ich habe irgendeinen Soundmod drin, vielleicht macht der das auch. Wie gesagt, ich kann noch nicht sagen, ob ich jetzt am Wochenende mal meine Mods vom bringe. Am Sonntag oder so. Weiß ich noch nicht. Abwarten und Tee trinken. Ah, hier ruckel, ruckel, ruckel ein bisschen. Wahrscheinlich wegen den ganzen Lichtquellen. Jetzt noch rüber. Augen zu und durch. Alter, hätte ich da noch bremsen müssen, wäre vorbei. Oh, sorry. Ich habe schon gebremst wie so ein Ei, aber ging nicht. Ja, da macht er Winterreifen drauf. Na, ja, Winterreifen, ne? Allwetterreifen. Chef muss sparen. So. Wir sind ja gleich da. Ihr habt es ja gleich geschafft. Mit mir zusammen. Durch den Winter. Der hat doch noch gar kein Licht an, der Audi, oder? Ja, so eine Trottel gibt es natürlich auch immer wieder, ne? Die vergessen, ihr Licht anzumachen. Ey, das war sowas von knapp gewesen. Junge, 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 Junge. Oh, ich wollte schon sagen, jetzt stürzt er noch ab hier kurz vorm Ende oder was. Naja, da werden wir uns mal nicht übertreiben hier, ne? Ohne Abstürze mit paar kleinen Auffahrunfällen. Wie viel waren das? Zweier oder so? Ja, aber ich muss sagen, mir hat es verdammt viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch mal hier durch den Winter. Ich gucke mir das an, inwiefern oder
wie es bei euch ankommt. Dann gibt es vielleicht auch nächste Woche noch ein bisschen Winter oder wir gehen auf eine andere Map. Solange wir die Pro-Mods nicht da ist, haben wir ja die Möglichkeit, ein bisschen rumzusuchen, rumzuprobieren. Und wenn ihr da Ideen habt, gerne unten in die Kommentare. Ich mache erstmal einen Fisch. Bis zum nächsten Mal. Bye bye.